Ich habe sie dem Ralf nur verliehen. Aha. Und das ist Ralf Waldmann seine Seele. Also, ja, wie war das mit dem Ganzen? Also ist so, dass der Ralf Waldmann bei mir in der Werkstatt, wo er in Schobau arbeitete, sich einen Kreidler aufbaut. Ich hatte 3 Rahmen gekauft und davon hat er einen Rahmen von mir abbekommen. Die Modelle der Kunststoffteile hatte ich zu Hause und damit hat der Ralf von mir einen Satz Kunststoffteile bekommen. Der Thomas Hofsteller in Ingolstadt hat für den Ralf die Räder abgegossen und alle Elektronteile wie Kabelteile. Und Ralf hatte sich einen eigenen Motor gebaut aus einem Seriengehäuse. Dieser Motor lief aber nie hundertprozentig. Daraufhin hat er immer auf meine Kreidler zugegriffen, weil die besser ging. Es ging einfach darum, wenn die holländischen Sportfreunde da sind, Jan de Vries, Al Thorsen, wie sie alle hießen, die ehemaligen Weltmeister, Vizeweltmeister, und der Schweizer Rolf Platter, der Vizeweltmeister da war, wollte Ralf einfach mit denen mitgehen. Ja, und um mitzugehen, waren seine Kreidler nicht ausreichend. Ja. Diese Kreidler ist nach dem Tod von Ralf Waldmann bei mir geblieben, weil ich auch der war, der den Rahmen besessen hat und auch diese Kunststoffteile und Thomas Hofstetter die Anbauteile. Und damit ist das Motorrad heute hier. Ich habe einen komplett neuen Waldi-Motor gebaut. Die Waldi-Initialen sind auch am Gehäuse festgehalten. Das war dem Ralf sein größter Traum, einen eigenen Waldi-Motor zu besitzen. Ich habe mich mit dem Freund Art Thorsen, den auch Waldi favorisiert, zusammengetan und habe einen leistungsstarken Motor gebaut, aber leider ist der Ralf nicht mehr unter uns. Und jetzt versuche ich, das Motorrad immer wieder zu präsentieren und denke dabei an die schönen Stunden mit dem Ralf. Oh, ist wirklich schade. Ja, schade. Schade, wirklich schade. Ja. Oh, netter Typ. Guck, hier kannst du es aufnehmen. Da steht Waldi dran. Hier hast du Waldi. Ne? Und gekostet hat es gehäuft von der Rundmeister. Maiko mit. Super. Ja, für unseren Vize-Weltmeister hatten wir natürlich nie gefragt, hat der das bezahlt oder der das bezahlt. Ja. Es war einfach der Waldi und jeder hat dazu gegeben, um dass er was besessen hat, wo er sagen, ist eine Waldigkeit. Ja. Das kannst du da zusammenbasteln. Ja. Ich war einer der längsten Freunde von Ralf Waldmann. Er war schon ein Sponsor für mich gewesen von 1986 an, weil ich mir eine Eigenbau 80 Kubik gebaut hatte. Und Ralf und sein Vater Karl Erich hatte mir schon in Most zum Europameisterschaftslauf schon die ersten Teile gegeben, dass ich mein privates Moped aufbauen konnte und dass ich auch leistungsstark in der DDR-Meisterschaft teilnehmen konnte. Mein Vater und Karl Erich Waldmann haben sich schon getroffen in den 50er Jahren in der DDR zu rennen und damit hatte mein Vater Karl Erich gekannt, auch mit seiner Adler, wie er schon Rennen gefahren ist. Und damit haben wir uns in Most, wie gesagt, 1986 wieder getroffen und waren schon wieder eine Familie. Ralf war bei mir zu Hause, als wäre er mein Bruder gewesen ist. Er war nicht nur 2 Jahre bei mir, aber auch einzelne Tage, wo er Veranstaltungen in Ostdeutschland hatte, immer bei mir geschlafen, immer zu Hause. Und ich habe auch alle Autos repariert, die bei Ralf defekt waren oder ich musste irgendwas machen an seinem Wohnmobil. Alle Verkleidungsteile, alle Kreidlerteile, alles was Ralf hatte, ist bei mir in der Lackiererei gemacht. Und das habe ich auch gerne gemacht. Manchmal wusste ich es gar nicht zu schätzen, dass ich mit einem Vize-Weltmeister unterwegs bin. Aus heutiger Sicht sage ich, war das zwar nicht ein Fehler gewesen, weil Ralf wollte das auch nicht, dass er immer auf dem Tablett getragen wird. Er hat immer seine Erfolge ein bisschen weggedrückt. Er hat hier mit mir viele Runden gedreht, wo ganze Tribünen Ralf geschrien haben. Da rede ich von 300, 400, 500 Leuten. Da habe ich zu dem Moment, wo die Ralf gerufen haben, gar nicht die Wertschätzung gehabt, dass ich mit dem Vize-Weltmeister bin. Aber er war für mich mein Halbbruder und ich habe auch noch mal eine gute Zeit erlebt mit der Lebensgefährtin Heike Deschner. Sie hat Ralf noch mal richtig aufgebaut, hat in Ralf sein Leben noch mal Ordnung hineingebracht. Und schade, dass das eigentlich dort nicht zur Hochzeit gekommen ist, dass Ralf schon vor dem gegangen ist. Ja, wirklich sehr schade. Das ist Ralf sein Bruder. Das ist die zweite Seele, die gebaut worden ist. Er hat den Rahmen der Ingo Emmerich gebaut. Und die Anbauteile, wie gesagt, hat Seel gebaut.
Vorneweg hat der Gerhard Weibel das mit Durak vorne der Weltmeisterschaft und dann hat er es den Ralf verkauft. Und der Ralf hatte zwei Stück. Ein Motorrad ist zur Versteigerung gegangen und ein Motorrad hat er mir geschenkt. Ne? Weil ich unheimlich viel für ihn getan habe, wurde gesagt, Rainer, du hast mir die zwei Mopeds aufgebaut und du wirst immer eins von mir bekommen, das du fahren kannst. Und das pflege ich natürlich auch. Ja, das ist klar. Das ist eine Morbidelli, die habe ich mir selber aufgebaut. Ne? Die habe ich für den Bremerhaven geholt aus dem Privatmuseum. Ist wohl angeblich von dem Schweizer Rennfahrer von Rainer Koster, den ich auch persönlich gekannt habe. In der Weltmeisterschaft gefahren, in der nationalen Meisterschaft, in der Schweizer Meisterschaft. Ne? Ja, die waren im schlechten Zustand. Ich habe mir irgendwie Schär gerichtet. Und jetzt fahre ich sie zu dem Gläserfahrer. Ich habe zusätzlich noch MZ, die habe ich aber hier zurzeit zur Ausstellung. Ich leite die MZ-Gruppe. Das heißt, ich bin hier mit MZ und Maiko unterwegs in dem Zelt. Bei Maiko war ein Mitkonkurrent gewesen für die damalige Zeit. 1972 hat hier noch der Schwede Pyr Jansen gewonnen. Es wäre also 50 Jahre her, wie Pyr Jansen hier jetzt das feiern könnte. Nur leider ist er zu Hause auch krank und kann auch nicht da sein. Aber ich stelle hier, wie gesagt, das letzte Modell von Schulmann aus. Die ist also 1974 nochmal gebaut worden. Wurden nur zwei Motorräder gebaut für Lenk und Köhler. Und das Motorrad habe ich jetzt auch bei mir stehen. Ja, das ist hier die Maiko-Gruppe Deutschland, die ich hier mit hergebracht habe, weil ich mich mit dem ADAC so zusammengesetzt habe, wie können wir das gestalten, dass wir diese Feierlichkeit austragen können. Und da hat der ADAC-Chef zu mir gesagt, Michael, sagst du, Rainer, das Günstige wäre, dass wir Maiko und MZ zusammenlaufen lassen, weil auch von der Charakteristik her der Motoren das zusammenpasst. Ne? Sie waren damals Konkurrenten gewesen und das wollen wir eigentlich ja den Zuschauern noch mal zeigen. Ne?